Anja und willkommen zu der neuen Folge Brookhaven School. Wir haben letztes Mal, sind wir in die Stadt gezogen, haben eine neue Freundin gefunden und sind hier an die Schule gekommen. Falls ihr die nicht gesehen habt, ist die hier oben beim i verlinkt, dann könnt ihr euch die gerne anschauen. Ansonsten müssen wir leider heute zum Direktor, weil ich bin in Schwierigkeiten zusammen mit meiner neuen besten Freundin Taylor gekommen und da haben sich Eltern beschwert und deswegen muss ich jetzt zum Direktor und ja, hier ist auch schon der Raum. Oh, da sieht's auch, der Direktor sieht nicht happy aus. Hi, ich sollte herkommen. Setz mich mal hin. Ich habe Beschwerden über dich und Taylor gehört. Beschwerden? Was sind schon Beschwerden? Ich meine, Beschwerden ist ein noch großes Wort. Es kann immer mal was Gutes, was Schlechtes passieren. Was sind denn die ganzen anderen Schüler hier drin? Erzähl mir bitte, was passiert ist. Okay, also was passiert ist. Taylor und ich haben uns nichts Böses gedacht, sind den Gang rangelaufen. Dann auf einmal kamen halt die anderen Schüler. Und haben uns angerempelt. Und dann, auf einmal, aus dem Nichts, hat Justin uns an den Haaren gezogen. Und Taylor und ich haben natürlich gesagt, Justin, das ist nicht okay, bitte geh weg. Aber Justin hat weitergemacht, ohne erkennbaren Grund. Dann haben wir den Rucksack von Justin genommen und haben den halt aus dem Fenster geschleudert, damit er rausgeht. Und dann hat Justins Mama uns verpetzt. Aber wir waren nicht schuld. Ich hoffe, dir und deiner Freundin ist bewusst, dass auf Streitigkeiten zwischen Schülern 3 Stunden Nachsitzen ausgeschrieben ist. Nein, ich will nicht nachsitzen. Wieso denn nahe 3 Stunden? Bitte bleibt nach eurer letzten Stunde im Klassenzimmer. Nein. Na toll. 3 Stunden. Jetzt? Heute? Ist es heute? Ist es für heute? Können wir da vielleicht irgendwas anderes machen? Warum ausgerechnet? Ich habe heute irgendwas vorgehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Aber heute habe ich keine Zeit. Können wir vielleicht nachsitzen, auf einen anderen Tag verschieben? Irgendwas? Was bringt nachsitzen überhaupt? Warum sollen wir denn hier sein? Was soll das denn machen? Dann könnt ihr darüber nachdenken, was ihr falsch gemacht habt. Was hätten sie denn gemacht in unserer Situation? Hätten sie nicht gesagt, Justin, hier, Rucksack einmal aus dem Fenster gejietet? Ich meine, wir haben den körperlichen Konflikt gemieden, Herr Direktor. Sollte das nicht eigentlich für Justin nachsitzen? Warum muss Justin nicht nachsitzen? Nur weil seine Mama hier angerufen hat und gepetzt hat? Wirklich? Pff, nachsitzen. Eure Handys gebt ihr bitte vorne beim Lehrer. Unsere Handys sind auch noch weg. Wir können nicht mal 3 Stunden irgendwie am Handy was machen. Okay, ja, dann ich schätze mal, ich sag Taylor Bescheid. Ich glaube, die anderen Schüler wollen ja auch noch zum Direktor. Ach Mann, 3 Stunden. Und ich hatte irgendwas heute vor mit Taylor. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich muss sie mal fragen. So, Ronja, Taylor, kommt bitte nach vorne und gebt eure Handys ab. Okay, dann gehe ich halt nach vorne. Hier, so mein blödes Handy. Oh mein Gott, warum? Nachsitzen. Ich hasse Nachsitzen. Ja, Taylor, ich auch. Was soll denn das? Ich meine, guck mal, wie schön das Wetter draußen ist. Wir könnten jetzt gerade fertig sein mit der Schule. Hier ist auch niemand mehr. Hier ist menschenleer. Oh, ich will nicht. Warum ausgerechnet heute? Ja, oh, weißt du noch, was heute ist? Wir hatten irgendwas vor, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Aber ich erinnere mich, dass wir irgendwas geplant hatten. Es fällt mir nur nicht ein. Oh, hallo, schon vergessen? Ja, ich hab's vergessen. Worum geht's denn? Was haben wir vor? Heute macht doch das neue Einkaufszentrum auf. Oh mein Gott! Stimmt! Oh! Ja! Goddammit, das ist blöd. Ich habe gehört, die ersten 100 Besucher bekommen einen Laptop geschenkt. Was? Die bekommen einen Laptop geschenkt? Oh mein Gott, ich muss da... Ich hab keinen Laptop. Ich wünschte... In meiner alten Stadt hatte ich einen Computer, aber den konnten wir nicht mitnehmen, aus Platzgründen. Und deswegen... Ich brauche einen Laptop. Taylor, ich brauche einen Laptop. Wir müssen dahin. Ja, ich auch. Wie kommen wir hier raus? Ich meine, wir werden nie im Leben sind wir unter den ersten 100 Leuten. Nie im Leben. Das schaffen wir nie, wenn wir 3 Stunden hier sitzen. Nee, das schaffen wir auch nicht. Keine Ahnung, was sollen wir tun? Wir müssen einen Weg finden, hier rauszukommen. Absolut. Oh, ich glaube, das Kind vor mir war auch beim Direktor heute Morgen. Ich glaube, das muss auch nachsitzen. Ja, wir müssen einen Weg finden, hier rauszukommen. Ah, was machen wir denn? Ihr kennt die Regeln. Nee, wir kennen die Regeln nicht, denn ich war noch nie nachsitzen, denn ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Niemand kommt hier raus, bevor 3 Stunden um sind. Wenn ihr aufs Klo müsst, dann sagt hier vorne Bescheid. Kann man nicht einfach aufs Klo gehen? Immer nur einer nach dem anderen. Oh mein Gott, wirklich? Ihr dürft Hausaufgaben machen und an Präsentationen arbeiten. Ja, klar, das werden wir machen. Sicherlich. Alles verstanden? Ja, alles verstanden.
Na toll, wir dürfen nicht mal gleichzeitig raus. Das wär der einzige Weg gewesen, den ich gesehen hätte, dass wir sagen, oh, wir müssen beide aufs Klo und dann rennen wir raus und keine Ahnung, dann machen wir uns halt vom Acker, keine Ahnung. Selbst wenn wir da nochmal Nachsitzen für kriegen, dann haben wir halt morgen Nachsitzen und kriegen trotzdem einen gratis Laptop. Das ist ein absoluter Win für mich. Oh, warte, ich glaube, ich habe einen Plan. Okay, ich bin ganz Ohr. Ich bin gespannt. Was ist dein Plan? Bist du bereit, dein Leben zu riskieren? Ich meine, was ist wichtiger? Ist es ein Laptop wert, sein Leben zu riskieren? Ich denke schon. Ja, doch. Ich bin bereit. Ja, Taylor. Okay, pass auf. Wir legen ein kleines Feuer. Oh. Okay. Draußen? So, dass der Lehrer raus muss, um es zu löschen. Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Aber dann dürfen wir nicht quasi in die Schule, sondern müssen vor die Schule, damit der Feueralarm nicht losgeht. Weil sonst ist das ein Riesending hier. Man will ja nur, dass der Lehrer das mitkriegt. Und während er draußen abgelenkt ist, rennen wir weg. Taylor, das ist ein absolut perfekter Plan. Ich wüsste nicht, was schief gehen soll. Das ist hervorragend. 10 out of 10 Planung. Oh mein, das ist ein guter Plan. Warum soll es nicht funktionieren? Ich bin mir sicher, da sind die Leute nicht darauf vorbereitet in der Nachhilfe, dass irgendjemand einfach ein Feuer legt. Oh, aber wie wollen wir ein Feuer legen? Haben wir ein Feuerzeug oder irgendwas dabei? Ich habe ein Feuerzeug dabei. Hier. Okay. Du musst aufs Klo und machst Feuer. Okay, alles klar. Ich gehe gleich vor. Ich sag Bescheid. Dann sage ich, oh, es riecht komisch und ob das vielleicht Rauch ist. Und dann, bam, der Lehrer schaut nach und wir machen uns aus dem Staub. Taylor, du bist ein hervorragendes Planungsgenie. Hat dir das mal jemand gesagt? Du bist, ich weiß auch nicht, eigentlich bist du wahrscheinlich ein Privatagent oder so. Okay, perfekt, das ist ein Plan, das machen wir. Frau Lehrerin, ich müsste mal auf die Toilette gehen, wäre das kurz möglich? Ich wollte mich hier nur kurz melden. Okay, Ronja, dann geh. Alles klar, bis gleich. Okay, so. Jetzt muss ich irgendwas finden, was brennbar ist. In der Schule nicht, hatten wir gesagt, weil sonst geht der große Feueralarm los und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Der Baum sieht eigentlich ganz gut aus, aber der ist halt auch noch in der Schule. Hier ist aber auch kein Feueralarm. Vielleicht, wenn ich vor die Schule gehe, hier. Oh, ich glaube, der Baum ist ganz gut, weil den müsste der Lehrer auch sehen durchs Klassenzimmer, beziehungsweise wenn da Rauch ist, wenn ich mich jetzt hier dahinter stelle, damit da nichts auffällt und mich keiner sieht. Oh, der ist da. Okay, dann. Oh Gott. Das Auto hat Feuer gefangen. Warte mal, das ist nicht gut. Ich wollte doch nur den Baum ein bisschen anzünden. Ich wollte doch nur ein klitzekleines Mini-Feuer. Und außerdem habe ich gedacht, das ist feucht genug, dass der Baum nicht wirklich anbrennt. Und jetzt brennt das Auto. Ah, ich muss rein. Oh mein Gott, Taylor wird bestimmt wissen, was zu tun ist. Taylor! Was ist passiert? Es ist ein bisschen was schiefgegangen beim Feuerlegen. Guck mal aus dem Fenster. Ich wollte den kleinen Baum anzünden, der direkt vor der Schule steht. Aber das Feuer ist irgendwie übergesprungen auf das Auto. Also, das Auto direkt vor der Schule, ja. Also das blaue. Oh nein, das gehört dem Direktor. Oh, Scheiben, wirklich? Das ist gar nicht gut, Taylor. Sollten wir das dem Lehrer sagen? Sollten wir Bescheid sagen? Sollen wir uns beim Direktor melden? Wir kriegen so viel Ärger dafür. Okay, nee, weißt du was? Das ist egal, der Plan steht. Wirklich? Obwohl das Auto brennt, der Plan steht? Das ist immer noch der Plan? Ist vielleicht sogar ganz gut, dann ist der Lehrer länger abgelenkt. Ich schätze mal, okay, dann setzen wir uns wohl wieder hin. Warte mal. Oh nein. Ich meine, oder eigentlich ist es gut. Eigentlich geht es nach Plan. Riecht ihr das? Ja. Wir riechen. Oh, was ist denn das? Riecht irgendwie verkohlt hier. Das ist Rauch. Irgendwas brennt. Nachsitzen ist beendet. Ich meine, yay. Okay, alles klar. Schüler, evakuiert sofort das Gebäude. Okay. Wir rennen raus. Holy moly, gut gemacht, Ronja. Das ist gut gemacht für dich? Ich meine, klar. Schule evakuiert ist Schule evakuiert. Nachsitzen ist vorbei. Aber was ist, wenn jemand rauskriegt, dass wir das waren? Was ist, wenn jemand das weiß? Das war fast ein bisschen zu einfach. Aha, klar, aber du siehst das brennende Auto? Du siehst die Probleme, die hier mitkommen? Nein? Komm mit, wir fahren einfach rüber zum Einkaufszentrum. Steig auf. Ach, okay. Schätze mal, dann fahren wir wohl jetzt zum Einkaufszentrum. Free Laptop, wir kommen! Und Gefängnis für den Rest meines Lebens, wir kommen.
Warte mal, da war irgendwo ein Schild, oder? Hast du das gesehen? Warte mal, wie jetzt wegen Feuerwehreinsatz geschlossen? Oh mein Gott, meinst du, das ist wegen dem Feuer in der Schule? Meinst du, da haben die Feuerwehr gerufen, garantiert, oder? Jetzt kriegt keiner kostenlose Laptops? Oh nein, okay, na toll. Kannst du mich nach Hause fahren noch? Na toll, jetzt haben wir uns schön alles in den eigenen Fuß geschossen. Was für ein furchtbarer Tag. Erst die Nachhilfe. Oh Gott, Taylor, wo hast du denn den Führerschein gemacht? Erst die Nachhilfe und dann ist das Einkaufszentrum auch noch zu. Jetzt können wir nicht mal morgen hingehen. Wer weiß, wie lange das geschlossen hat. Dann danke fürs Nachhausefahren. Wir sehen uns morgen in der Schule. Mach's gut. Hallo, Mama. Na, mein Liebling, wie war dein Tag? Boah. Mein Tag war interessant. Okay, pass auf. Es ist was Wildes passiert. Ich war heute in der Schule, musste ich nachsitzen, weil Taylor und ich, das hatte ich dir gestern schon erzählt, Taylor und ich hatten uns mit Justin geschritten und Justins Mom hat in der Schule angerufen, da musste ich zum Direktor und der Direktor hat gesagt, ich soll nachsitzen. Und dann wollten Taylor und ich eigentlich in das Einkaufszentrum, weil die ersten 100 Leute kostenlose Laptops kriegen und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir einen kleinen Trick ausgearbeitet und wollten aus der Schule uns rausstehlen. Und deswegen bin ich raus gegangen und er wollte ein klitzekleines Feuer, wirklich ein klitzekleines Feuer machen, damit es halt der Lehrer sieht und rausgeht und wir uns dann halt rausstehlen können. Aber das hat überhand genommen und das Feuer hat sich ausgebreitet und dann hat das Auto vom Direktor erwischt und hat das Auto angefangen zu brennen und dann war riesen Evakuation von der ganzen Schule und dadurch, dass ein Feuerwehreinsatz hatte, hatte das Einkaufszentrum auch noch zu und wir haben keine Laptops gekriegt. Du hast was? Ich habe kein Laptop gekriegt, richtig. Das ist das Problem hier an der Geschichte. Das war doch bestimmt wieder Taylors Idee. Das mit dem Feuer, mit dem Feuer? Das Mädchen ist kein guter Einfluss auf dich. Das war nicht alleine komplett Taylors Idee und außerdem, du weißt, dass ich noch nicht so viele Freunde in der Schule habe. Taylor ist meine einzige Freundin. Wir sind deinetwegen in eine neue Stadt gezogen und jetzt sagst du, oh ja, deine neuen Freunde sind kein guter Einfluss auf dich? Ich meine, was soll ich denn machen, ha? Huh? Es ist nicht super einfach für mich. Ich weiß, Ronja, aber du musst trotzdem tun, was richtig ist. Okay, Mama. Versprichst du mir, dass du ab sofort vorsichtiger bist? Ist okay, ich verspreche es. Tut mir leid. So, das war's dann mit dieser Folge von Roblox Brookhaven School. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Wenn euch das Format gefällt, dann würde mich das sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Dann weiß ich nämlich Bescheid, ob oder ob nicht euch das gefällt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und falls ihr es auch noch nicht mitgekriegt habt, die Izzy und ich haben neues Merch-Design. Der Link ist hier oben, ganz oben in der Beschreibung. Guckt unbedingt vorbei, das ist nur noch limitiert verfügbar. Das heißt, die Stückzahlen sind begrenzt. Wenn ihr schnell sein wollt, dann, dann könnt ihr euch eins schnappen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!